6. Juni 1944. Einer dieser Tage, an denen Geschichte geschrieben wurde. 156.000 Männer und 20.000 Fahrzeuge landen an der Küste der Normandie. Sie leiten den endgültigen Sieg gegen Hitler ein. Um das möglich zu machen, braucht diese gewaltige Armada ein Gehirn. Ein ungewöhnliches Gehirn. Ein Gehirn voller abstrakter Ideen, Spekulationen und imaginärer Maschinen. Frei von jeglichen strategischen oder militärischen Hintergedanken. Der Mensch hinter diesem Gehirn heißt Alan Turing. Ein Mensch mit einer ungewöhnlichen Geschichte. Ein Charakter voller Widersprüche. Turing war weder General noch Stratege. Er war Mathematiker. Spezialist einer besonders abstrakten Form der Mathematik. Der Logik. Viele Historiker sind sich heute sicher, seine Arbeiten haben den Krieg um 2 Jahre verkürzt. Wie konnte jemand, der sich mit solch abstrakten Dingen beschäftigt, einen so großen Einfluss auf die Geschichte haben? Und warum hat eine so große Leistung so wenig Anerkennung erfahren? Wegen seiner Homosexualität wurde Turing zur chemischen Kastration verurteilt. Er starb mit 43 Jahren unter bis heute ungeklärten Umständen. Der Philosoph Jack Copeland hat sich eingehend mit diesem außergewöhnlichen Menschen beschäftigt. Turing war äußerst vielseitig und hat in verschiedenen Bereichen Großes geleistet. Er war Mathematiker, dann Codeknacker, dann Pionier der Computertechnologie, der sich schließlich der theoretischen Biologie zuwandte. Nur wenige Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts können in ihrer Arbeit so eine große Bandbreite vorweisen. Doch Turing verfolgte ein übergeordnetes Thema. Er wollte wissen, was Maschinen alles leisten können. Er war Logiker, hat aber vor allem Maschinen von Grund auf studiert. Die ungewöhnlichen Maschinen, die Alan Turing entwickelte oder erdachte, bilden die Grundlage der modernen Informations- und Computertechnologie. Beim Sieg über die Nazis spielten sie eine ausschlaggebende Rolle. Wo sollen wir mit unserer Geschichte beginnen? Vielleicht an einem Strand. Einem Strand am Atlantischen Ozean, an dem ohne Alan Turing am Morgen des 6. Juni 1944 vielleicht nichts geschehen wäre. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Die Operation Overlord, so der Codename für die Landung in der Normandie, ist die größte kombinierte See-, Luft- und Landoperation aller Zeiten. Doch bevor die Truppen an den Küsten der Normandie landen können, müssen sie den Atlantischen Ozean überqueren. Die Seewege des Nordatlantiks müssen also offen bleiben. Von Liverpool aus führen die Befehlshaber der alliierten Streitkräfte die Atlantikschlacht gegen die deutsche Kriegsmarine, in erster Linie gegen deren gefürchtete U-Boote. Hier war das Hauptquartier für die Atlantikschlacht, das Western Approaches Command im Derby House in Liverpool. Die Kommandozentrale war von 1941 bis zum Ende der Atlantikschlacht im Mai 1945 rund um die Uhr besetzt. Das Kampfgebiet ist der Nordatlantik, 50 Millionen Quadratkilometer groß. Die alliierten Streitkräfte müssen die Seewege sichern, damit die Transportschiffe passieren können, ohne von deutschen U-Booten versenkt zu werden. Der 6. Juni gilt in der Geschichte als ein Wendepunkt. Und es war tatsächlich eine beachtliche Leistung, dass an einem Tag über 100.000 Soldaten an der Normandieküste landen konnten. Immerhin waren Ende des Monats Juni 1944 eine Million Soldaten an Kampfhandlungen in Nordwesteuropa beteiligt.
Alle diese Truppen brauchten ihre Versorgung, Munition, Treibstoff, Lebensmittel. Damit der Nachschub zum richtigen Zeitpunkt bereitstand, mussten die Güter ab Juni 1944 in England gelagert werden. Die Atlantikschlacht spielte eine so bedeutende Rolle, weil der einzige Transportweg der Seeweg war. Ein weiterer wichtiger Schritt für die Invasion in der Normandie ist das Streuen gezielter Falschinformationen. Die Alliierten organisieren zu diesem Zweck eine umfassende Täuschungsaktion, die Operation Fortitude. Sie geben vor, die eigentliche Landung weiter östlich, im Pas-de-Calais, zu planen. Doch der Sieg in der Atlantikschlacht und die Täuschungsaktion sind nur möglich durch einen weiteren Sieg. Der Sieg in einem theoretischen Krieg, der vor allem in Bletchley, einer Kleinstadt nördlich von London, ausgetragen wird. Ein Krieg fernab der Schützengräben mit dem Ziel, den Nachrichtenverkehr der deutschen und japanischen Streitkräfte zu entschlüsseln. Im alten Herrenhaus von Bletchley Park und den auf die Schnelle aufgebauten Baracken entsteht ein riesiges Dechiffrierungszentrum, in dem gegen Kriegsende bis zu 9000 Menschen arbeiten. In Bletchley Park fand die größte und außergewöhnlichste Entschlüsselungsoperation der Geschichte statt. Es war das erste und wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass eine Seite praktisch vollständigen Zugang zum militärischen Nachrichtenwesen der anderen Seite hatte. Es ist wirklich erstaunlich, welch große Menge von Details und Informationen die Alliierten aus dem verschlüsselten Nachrichtenverkehr der Deutschen ziehen konnten. Heute beherbergt Bletchley Park ein Museum. Es erzählt die Geschichte der Kryptographie, ihrer Maschinen und ihrer Helden. Überall trifft man hier auf Alan Turing. Sein ehemaliges Büro, sein Teddybär, seine Statue. Turing hat bei dieser historischen Operation eine zentrale Rolle gespielt. Um das zu verstehen, muss man zuerst versuchen, Turings Gedankengänge zu verstehen. Mitte der 1930er Jahre waren sie denen seiner Zeitgenossen um Jahrzehnte voraus. Cambridge, eine der wichtigsten Universitätsstädte Englands. Hier hat Alan Turing studiert, am renommierten King's College. Zu Beginn der 30er Jahre ist er ein einfacher Student. Ein wenig schüchtern, etwas unbeholfen und vielleicht ein bisschen eingeschüchtert von dieser bedeutenden Institution, die auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblickt. Zahlen sind ihm näher als die Menschen. Seine Umwelt betrachtet Turing als Gleichung mit vielen Unbekannten und mit einem gewissen Abstand. Ich sehe die Menschen als ein rosafarbenes Gebilde mit charakteristischen Daten. Seit dem Gymnasium beschäftigt Turing sich mit grundlegenden Fragen, ohne sich dabei selbst zu ernst zu nehmen. Früher hielt ich es für möglich, dass der Geist nach dem Tod in ein von uns völlig abgetrenntes Universum entschwindet. Heute aber gehe ich davon aus, dass Geist und Materie so eng verbunden sind, dass dies einen Widerspruch in sich darstellen würde. Warum haben wir einen Körper? Warum können wir nicht als reiner Geist existieren? Das wäre sicher möglich, aber dann hätten wir nichts mehr zu tun. Der Körper ist da, um den Geist zu beschäftigen. Turing is beginning to struggle there with
Turing begann, sich mit einer Frage auseinanderzusetzen, die ihn ein Leben lang beschäftigen sollte. Was ist der Geist? Wie ist das Verhältnis zwischen Geist und Materie? Sind dies zwei verschiedene Dinge, die getrennt voneinander existieren können? Oder ist das Gegenteil der Fall? Und darüber hat er in seinem späteren Leben immer wieder nachgedacht und geschrieben. Über die Möglichkeit, dass Körper und Geist eins sind, eine Mechanik ergeben. Der Körper ist in diesem Fall eine Maschine. Und der Geist ist nur ein Teil dieser Maschine. Im Frühjahr 1934 fährt Turing mit dem Fahrrad durch Deutschland. Das neue Regime unter einem gewissen Adolf Hitler lässt überall im Land seltsame Fahnen hissen und hat den sogenannten Hitlergruß eingeführt, den Turing als äußerst abstoßend empfindet. Doch das Weltgeschehen interessiert ihn bis dahin nur am Rande. Denn 1935 stößt er auf ein abstraktes Problem, das seine Aufmerksamkeit ganz in Anspruch nimmt. Turing besuchte einige Vorlesungen am St. John's College. Es waren Vorlesungen über die Grundlagen der Mathematik, gehalten von Max Newman. Er erläuterte den Studenten ein Problem, das kurz davor von David Hilbert dargelegt worden war. David Hilbert war ein bekannter deutscher Mathematiker, der damalige Papst der Mathematik. Er beschäftigte sich mit einem der elementaren Themen der Grundlagen der Mathematik, dem sogenannten Entscheidungsproblem. David Hilbert geht davon aus, dass es für jedes mathematische Problem eine Lösung gibt. Der heilige Gral der Mathematik liegt für ihn darin, eine klar definierte Methode zu entdecken. Ein Verfahren, das für jede ausreichend formalisierte Aussage der Mathematik entscheidet, ob diese wahr oder falsch ist. Turing hat nach einer Methode gearbeitet, die für junge Wissenschaftler nicht zu empfehlen ist, weder damals noch heute. Er hat sich in sein Problem vertieft, ohne sich mit der Literatur anderer Logiker zu beschäftigen. Er ist das Problem ganz direkt angegangen, indem er seine eigene Methode entwickelt hat. Turing denkt nach, am besten beim Laufen. Ein Sport, der für ihn bald zur Obsession wird. Gibt es so ein wie von Hilbert angedachtes Verfahren? Dafür bräuchte es eine zuverlässige Methode, die systematisch angewandt wird. Ohne Eingreifen von außen. Ohne Intelligenz. Es bräuchte also eine Maschine. Turing entwickelt eine imaginäre Maschine. Sie besteht aus einem Endlospapierband sowie einem Lese- und Schreibkopf, der auf den unendlich vielen Feldern des Bands Zeichen speichern, verändern und löschen kann. Diese Maschine ist, wie gesagt, imaginär. Eine Idee, die unterschiedliche Formen annehmen kann. Die Studenten der Wissenschaftlichen Hochschule ENS in Lyon haben sie umgesetzt. Mit Legosteinen. Turing kam auf die Idee der Maschine, weil er, im Gegensatz zu vielen anderen Mathematikern, abstrakte Probleme in Form logischer Mechanismen betrachtete. Das konnten Uhren sein, Rechner, eben denkende Maschinen. Niemand hätte damals gedacht, dass dieses Gedankenexperiment, formuliert in einem theoretischen Artikel zur Mathematik, die Grundlage für das bildet, das man 30 Jahre später Informatik nennen wird. Doch 1936 ist es nicht Turings Entdeckung, die Schlagzeilen machte. Der spanische Bürgerkrieg, der Anschluss Österreichs, die Geschichte überschlägt sich. Der Krieg zeichnet sich unausweichlich ab. Genauso in Berlin, genauso in Hamburg, genauso in Köln, im ganzen Deutschen Reich ist es nicht anders! Die Radiosender übertragen Hitlers Propagandareden in ganz Europa. Das Fernmeldewesen ist seit dem Ersten Weltkrieg zu einem ganz eigenen Schlachtfeld geworden. Truppenbewegungen, Bodenoffensiven, Luftangriffe, Seeschlachten. Die Funkwellen übertragen Befehle und Gegenbefehle, geheime Informationen, Lageberichte und Truppenbewegungen. Using radio
Wer Nachrichten per Funk übermittelt, läuft vor allem in Kriegszeiten Gefahr, dass diese vom Feind abgefangen werden. Vor allem damals, als man noch nicht so viel Wissen über Funksignale hatte wie heute. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, besteht darin, die Nachrichten zu verschlüsseln. Die Briten erkannten schon lange vor dem Krieg, welche Vorteile es haben kann, den Nachrichtenverkehr des Gegners abzufangen. Die englische Küste ist übersät von Abhörstationen, in denen tausende weibliche Armeehilfskräfte den Nachrichtenverkehr der Deutschen abfangen und die Morsezeichen transkribieren. Doch die Nachrichten sind unverständlich, da verschlüsselt. Für die Verschlüsselung hatten die Deutschen ein System entwickelt, das sie für unknackbar hielten. Sie ersetzten die manuellen Verschlüsselungsverfahren durch eine Maschine namens Enigma. Um eine mit Enigma kodierte Nachricht mit der Brute-Force-Methode, also dem Ausprobieren aller Möglichkeiten, zu entschlüsseln, bräuchte ein heutiger Computer ein ganzes Jahr. Turing hatte bis dahin noch keine Enigma-Maschine gesehen, aber er sollte sie bald kennenlernen, bis ins Detail. Also wir haben hier eine Enigma-Verschlüsselungsmaschine, eine Rotor-Verschlüsselungsmaschine. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass ich einen Buchstaben, den ich eintippe über diese Tastatur, dass dieser Buchstabe verschlüsselt wird in einen anderen Buchstaben. Wenn ich zum Beispiel jetzt die Taste D drücke, leuchtet die Lampe K auf. Die Walzen im Innern der Maschine sind mit Drähten verbunden, die elektrische Signale übertragen. So wird jeder Buchstabe in einen anderen verwandelt. Das D auf der ersten Walze wird zum R auf der zweiten Walze. Das R wird zum U, das U zum K und das K wird schließlich angezeigt. Das wäre natürlich eine viel zu einfache Verschlüsselung, wenn ich den Buchstaben D drücke, wenn immer das K aufleuchten würde. Und ich sehe, wenn ich das D jetzt nochmal drücke, bekomme ich einen anderen Buchstaben, nämlich das U. Jedes Mal, wenn ein Buchstabe auf der Tastatur gedrückt wird, dreht sich mindestens eine Walze im Innern der Maschine. Der elektrische Kreislauf verändert sich und führt zu einem anderen Buchstaben. Für eine Entschlüsselung muss man also die Grundkonfiguration der Maschine kennen. Der Empfänger einer Nachricht brauchte die gleichen Einstellungen für diese Rotoren in der Maschine. Und wenn er die gleichen Einstellungen hatte, dann konnte er die verschlüsselte Nachricht eintippen und hat hier auf den Lampen den Klartext wieder herstellen können, also die ursprüngliche Nachricht. Das war ein Vorteil dieser Enigma-Maschine, dass man mit den gleichen Schlüsselstellungen sowohl chiffrieren als auch dechiffrieren konnte. Das war die Idee dahinter. Allerdings hat sich in der Geschichte dann auch gezeigt, dass dadurch ein bestimmter Schwachpunkt der Maschine offen zutage trat. 1938 hält Turing sich in den USA auf. In Princeton betreibt er Grundlagenforschung und beschäftigt sich mit dem Thema der mathematischen Intuition. Aber er reist auch viel, besucht Washington und New York. Und er beginnt, sich für die Kryptographie zu interessieren. Die Kunst der Ver- und Entschlüsselung von Informationen. Das Erfinden geheimer Codes wird für den Mathematiker zu einer Art Hobby. Ich habe einen Code gefunden, den man ohne Schlüssel nicht knacken kann. Das Verschlüsseln dagegen ist ganz einfach. Diese Idee könnte ich sicher der Regierung Ihrer Majestät verkaufen. Aber moralisch gesehen wäre das wahrscheinlich fragwürdig. Im Sommer 1938 ziehen dunkle Wolken über Europa. Turing beschließt, nach Großbritannien zurückzukehren. Er schreibt einem Freund: Lieber Philipp, wir sehen uns Mitte Juli. Ich gehe davon aus, dass unsere Wiesen voller Schützengräben sind. Aber ich hoffe, dass Hitler noch nicht in England einfällt, bevor ich zurückkomme. On September the 1st, 1939, the Nazi army smashed into Poland. Die Ruhe in Cambridge kann Turing nur kurz genießen. Am 4. September 1939, einen Tag nach dem Kriegseintritt Großbritanniens, wird er nach Bletchley Park berufen. Dort hatte sich die militärische Dienststelle für Entzifferung eingerichtet.
Eine sehr ungewöhnliche Arbeitsstätte, wo militärische Disziplin auf eine Truppe ziemlich spezieller Rekruten trifft. Wir sind in der Bibliothek des Herrenhauses von Bletchley Park. Hier sieht es heute im Großen und Ganzen noch so aus wie damals, als Turing am ersten Kriegstag hierher kam. Die Atmosphäre muss recht seltsam gewesen sein. Einer der Kryptologen hat sie als ziemlich steif beschrieben, so wie am ersten Schultag an einer britischen Privatschule. Etwa 30 Experten werden einberufen. Archäologen, Linguisten, Schachmeister und sogar Spezialisten für Kreuzworträtsel. Aber nur zwei Mathematiker. Ein Zeichen dafür, dass die britischen Behörden in der Verschlüsselung eher ein literarisches als ein mathematisches Problem sehen. Sie können sich kaum vorstellen, was für Leute damals in Bletchley Park vereint waren. Beim deutschen Nachrichtendienst wäre das nicht möglich gewesen. Da waren Homosexuelle dabei, Juden, Anarchisten, Freidenker. Alle ihre Talente wurden in Bletchley Park vereint, um die geheimen Codes zu knacken. Sie hatten hier ausreichend Freiraum, um ihre Ideen zu entfalten. Die Kryptologen bilden in dem militärischen Umfeld eine eigene Gemeinschaft, in der Turing immer wieder als Sonderling auffällt. Gesellschaftliche Konventionen lehnt er ab. Sie passen nicht in sein rationales Denken. Im Sommer trägt Turing eine Gasmaske. Nicht, um sich vor einem Gasangriff zu schützen, sondern vor Heuschnupfen. Die Arbeit in Bletchley Park nimmt nach und nach Formen an. Die Damen in den Abhörstationen schreiben Tag für Tag hunderte von Nachrichten auf, die keinen Sinn ergeben. Sie stapeln sich auf den Schreibtischen der Kryptologen, die bisher kaum Ergebnisse erzielen. Und das, obwohl die Engländer eine exakte Nachbildung der Enigma-Maschine aus Polen bekommen hatten, kurz bevor die Wehrmacht dort einmarschiert war. Die Tatsache, dass sie einen Nachbau der Maschine zur Verfügung hatten, hat den Kryptologen erst einmal nicht weitergeholfen. Denn diese war so konzipiert, dass sie auch dann noch sicher war, wenn sie in die Hände des Feindes geriet. Bei einer Verschlüsselungsmaschine muss man an zwei Punkten ansetzen. Wenn man nicht weiß, wie sie funktioniert, muss man herausfinden, wie sie aufgebaut ist, wie viele Walzen sie hat, wie diese zusammenarbeiten. Man muss die Maschine knacken, wie die Kryptologen sagen. Erst im zweiten Schritt werden dann Entschlüsselungsmethoden entwickelt, die es ermöglichen, die täglichen Nachrichten der Deutschen zu entziffern. Und das war der schwierigere Teil. Da waren Scharfsinn und Genialität gefragt. Alan Turing nimmt sich Enigma mit Herz und Seele an. Er untersucht die Funktionsweise der Maschine bis ins kleinste Detail. Turing sieht geheime Codes nicht mit den Augen eines Soldaten oder eines Spions, sondern mit denen eines Wissenschaftlers, der das gesamte Universum als eine große Nachricht betrachtet, die es zu entschlüsseln gilt. Es gibt große Ähnlichkeiten zwischen der Arbeit des Kryptologen und der des Physikers. Wenn das Verschlüsselungssystem den Gesetzen des Universums entspricht, dann entsprechen die empfangenen Nachrichten dem Ergebnis unserer Beobachtungen. Und der Schlüssel ist die wichtige Konstante, die es zu finden gilt. Die traditionellen Codeknacker schwören auf Karo-Papier und Bleistift. Turing dagegen ist davon überzeugt, dass ein Großteil der vom menschlichen Gehirn entwickelten Überlegungen mechanisiert werden kann. Vielleicht braucht man also eine Maschine, um die Maschine zu besiegen. Gene Valentine hat während des Zweiten Weltkriegs an einer dieser verrückten Maschinen gearbeitet. 50 Jahre später ist sie zurückgekommen und führt nun Besucher durch Bletchley Park.
Diese von Alan Turing erfundene Maschine wurde die Bombe genannt, die Turing-Bombe. Sie wurde eingesetzt, um die Einstellungen der Walzen der Enigma-Maschinen zu entschlüsseln. Hier sind insgesamt 36 Walzensätze der Enigma dargestellt. 1, 2, 3, insgesamt 12. 3 mal 12 Walzensätze, das ergibt 36. Die Walzen drehen sich und sind mit der Umkehrwalze verbunden, die den Strom umlenkt. Hinter jedem Buchstaben liegen 4 Kontaktpunkte, die jeweils 19 Drahtverbindungen haben. Sie führen zur dahinterliegenden Umkehrwalze. Ab 1940 produzieren die Engländer Turing-Bomben in Serie. Sie ermöglichen das systematische Ausprobieren Millionen möglicher Konfigurationen der Enigma-Maschine. Immer wieder stoppte eine Walze und zeigte bestimmte Buchstaben an. Das waren die möglichen Einstellungen. Wir lasen die Buchstaben ab und gaben sie per Telefon weiter. Damals wusste ich nicht, wo ich anrufe. Erst als ich vor 15 Jahren zurückkam, um als Museumsführerin anzufangen, erfuhr ich, dass die Leute, die ich anrief, gerade mal 10 Meter von mir entfernt saßen. Ich hatte keine Ahnung, wohin die Informationen gingen, und bin mir sicher, dass die Empfänger nicht wussten, woher sie kamen. Geheimhaltung war oberstes Gebot. Wir sagten keinem, was wir machen, nicht einmal unseren Familien, dem Ehemann, dem Freund, dem Vater, der Mutter. Man hatte uns angewiesen, nicht darüber zu reden, und daran hielten wir uns. Die Turing-Bomben gehören zu den bestgehüteten Geheimnissen des Zweiten Weltkriegs. Durch ihren Einsatz können nun Zehntausende von Nachrichten entschlüsselt werden. Die Engländer bekommen Zugang zu einer Fülle von Informationen. Befehle zum Angriff oder zum Rückzug, Lageberichte, Informationen zur Stimmung in der Truppe oder zum Zustand des Materials, Wetterberichte, Verlustmeldungen, Anforderungen von Verstärkung. Alles oder fast alles läuft über Enigma und landet, entschlüsselt und übersetzt, auf den Schreibtischen der alliierten Befehlshaber. Eine Maschine verändert den Verlauf des Krieges. Und eine Maschine greift zum ersten Mal in Bereiche ein, die bis dahin der menschlichen Intelligenz vorbehalten waren. Ich gehe davon aus, dass die Turing-Bombe der erste Schritt zu dem war, was wir heute künstliche Intelligenz nennen. Die Turing-Bombe suchte unter allen möglichen Einstellungen der Enigma diejenigen heraus, die das Kauderwelsch der verschlüsselten Nachrichten in einen verständlichen Text übertragen konnten. Für das Knacken von Codes bedarf es eines hohen Maßes an Intelligenz, wenn diese Arbeit von Menschen durchgeführt wird. In diesem Falle wurde sie aber von einer Maschine übernommen. Die Maschine hat Arbeitsschritte ausgeführt, die eine hohe Intelligenz erfordern, wenn sie von Menschen durchgeführt wird. Die Maschine ist nicht intelligent. Sie beschränkt sich lediglich darauf, systematisch alle Möglichkeiten durchzutesten, um die richtige Lösung zu finden. Aber könnte es nicht sein, dass unser Gehirn genauso funktioniert? Wenn wir davon ausgehen, dass ein Gehirn, beim Tier und vor allem beim Menschen, im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Maschine, dann müssen wir daraus folgern, dass ein Computer, der richtig programmiert ist, genau wie ein Gehirn funktioniert. Doch Ende des Sommers 1940 gibt es Wichtigeres, als die Geheimnisse des Denkens zu ergründen, selbst für Turing. Seit der französischen Kapitulation muss Großbritannien allein gegen Deutschland kämpfen. Im September startet die deutsche Luftwaffe The Blitz. Die Luftschlacht um England. London, Coventry, Plymouth,
Birmingham, Liverpool. Die großen Städte werden systematisch bombardiert und die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung ist beträchtlich. Dank der Turing-Bomben können die Enigma-Nachrichten der Luftwaffe entschlüsselt werden und die Gegenschläge der Royal Air Force werden immer erfolgreicher. Doch dann ändert Deutschland die Taktik. Als es Hitler nicht gelingt, Großbritannien zu besetzen, beschließt er, es auszuhungern. Im Juni 1940 kommt Großadmiral Karl Dönitz, Oberbefehlshaber der U-Boot-Flotte der Kriegsmarine, nach Lorient in der Bretagne. Er baut einen riesigen U-Boot-Stützpunkt und sein Hauptquartier auf. Dönitz hat die Aufgabe, alle Seewege zu blockieren, die Großbritannien für seine Versorgung braucht. Für die Lieferung von Erdöl, Metall, Holz und Lebensmitteln. Von dieser hübschen Strandvilla aus, unter der sich ein Netz von Bunkern verbirgt, führt Dönitz die entscheidende Schlacht im Atlantik. L'augmentation progressive. Die U-Boot-Flotte wurde nach und nach aufgestockt. Dönitz sammelte immer mehr U-Boote an der Front. Die Nazis nannten das die Front-U-Boote. Diese Verstärkung ermöglichte es Dönitz, eine Taktik umzusetzen, die er sicher bereits 1935 beim Aufbau der U-Boot-Flotte geplant hatte. Die sogenannte Rudeltaktik. Dönitz teilt den Nordatlantik auf einer Landkarte in nummerierte Quadrate ein. Jedes U-Boot muss sich mindestens einmal pro Tag per Funk melden, um seine Position durchzugeben und neue Befehle zu empfangen. Dönitz verschiebt seine U-Boote wie Figuren auf einem Schachbrett. Sobald eines der U-Boote einen Schiffskonvoi sichtet, gibt es seine Position an die Zentralstelle weiter. Von dort aus werden alle U-Boote der Umgebung für einen Sammelangriff zusammengerufen. Am Abend des 17. Oktober 1940 sichtet U-Boot 48 einen Konvoi von 35 Frachtern, beladen mit Holz und Metall. Er wird das erste Opfer dieser neuen Taktik. Dönitz schickte 5 weitere U-Boote zu U-Boot 48 für einen Angriff in Rudeltaktik. In der Nacht vom 17. Oktober sammelten sie sich an der genannten Position. In dieser Nacht schien der Mond besonders hell. Dank des Vollmondlichts konnten die Besatzungen den Konvoi sehr gut sehen. Die U-Boote kreuzten den Schifffahrtsweg, ohne dass die Begleitschiffe etwas merkten. Und die Deutschen konnten 20 Transportschiffe versenken. Das ist eine beachtliche Zahl. Als die U-Boote noch einzeln angriffen, konnten sie bei einem Einsatz maximal 2 bis 3 Schiffe versenken. Der Rest des Konvois konnte sich derweil in Sicherheit bringen. Oder dem U-Boot ging die Munition aus. Aber hier haben 5 U-Boote 20 Schiffe versenkt. Bis Ende des Jahres 1940 versenken die deutschen U-Boote hunderte von Frachtern. Über 5 Millionen Tonnen Ladung gehen in den Tiefen des Ozeans verloren. Mit diesem Film warnen die britischen Militärbehörden ihre Matrosen vor zu viel Redseligkeit. Denn der Feind hört mit. Doch es hilft alles nichts. Die deutschen U-Boote scheinen die Atlantikschlacht zunehmend für sich zu entscheiden. Ihre Rudeltaktik hat jedoch einen Schwachpunkt. Alle Informationen werden per Funk ausgetauscht. Die Entschlüsselung dieser Nachrichten wäre die Chance für die Alliierten. Das Problem,
Es gibt nicht nur ein Enigma-Modell, sondern mehrere. Die deutsche Wehrmacht verfügt über verschiedene Funknetze. Eines für die Luftwaffe im Westen, eines für die Infanterie an der russischen Front und ein weiteres für die U-Boote im Atlantik. Jedes Funknetz hat seine eigenen Codes und Funktionsweisen. Manchmal werden sogar unterschiedliche Enigma-Modelle eingesetzt. Das von den U-Booten benutzte Modell, die Enigma M4, von den Kryptologen in Bletchley Park Dolphin genannt, war besonders schwer zu knacken. Wenn Sie 2.000, 3.000 Kilometer auf dem Atlantik sind, haben Sie keine Möglichkeit, eine Kabelverbindung zu nutzen. Das heißt, die Marine war von Anfang an auf Funkverbindungen angewiesen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen hat eigentlich die Marine auch immer versucht, die Sicherheitsstandards oder die höchsten Sicherheitsstandards der Enigmas zu erzielen. Die Kryptologen in Bletchley Park scheinen sich einig zu sein. Die Enigma M4 ist nicht zu knacken. Alistair Denniston, der Leiter der Dienststelle, erklärt sogar, die Deutschen haben nicht die Absicht, sie ihre Nachrichten lesen zu lassen. Also wird ihnen das auch kaum gelingen. Turing wusste, wie wichtig es war, den Code der Enigma M4 zu knacken. Dieses Problem war für ihn besonders reizvoll, denn Turing war ein Einzelkämpfer. Er hasste es, im Team zu arbeiten. Mit einem Problem beschäftigte er sich am liebsten allein, ohne sich mit anderen auszutauschen oder mit deren Ideen auseinanderzusetzen. Und da sich bisher kein anderer an die Enigma der Kriegsmarine herangewagt hatte, dachte er, das ist mein Ding. Rund um Bletchley Park lässt das Militär mehrere Baracken, die sogenannten Huts, aufbauen. In Hut Number 8 beschäftigt sich Turing mit der Enigma M4 der deutschen Kriegsmarine. Tag und Nacht studiert er Berge unverständlicher Nachrichten. Das ist die Hut Number 8. Wir sitzen in Turings Arbeitszimmer. Er war der Leiter von Hut 8. Hier wurde die Atlantikschlacht gewonnen. Turing weiß, in diesen Buchstabenreihen stecken wichtige Informationen. Informationen, die Leben retten können, die vielleicht den Lauf des Krieges verändern können. Die Tage vergehen. Einer gleicht dem anderen. Und alle Versuche Turings scheitern. Doch dann, eines Nachts, endlich der Durchbruch. Turing hat mehrere Ideen, die ihm die Tür zu Enigma öffnen. Das genaue Datum ist nicht überliefert, aber es ist eine der bedeutendsten Nächte des Zweiten Weltkriegs. Turing gelang in dieser Nacht ein Doppelschlag. Er konnte das zusätzliche Element der Enigma M4 identifizieren, das dieses Modell so uneinnehmbar gemacht hatte. Und er entwickelte ein statistisches Verfahren, Bamborismus genannt, das zum Entziffern der Enigma-Nachrichten diente. Turings statistisches Berechnungsmodell ermöglichte es, die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese zu testen, indem man ihr einen Wert zuordnet. Diese Bewertung nennt er Weight of Evidence, Beweiskraft. Bei zwei übereinanderliegenden Buchstabenreihen mit zufälliger Anordnung liegt die Wahrscheinlichkeit, auf zwei gleiche Buchstaben zu treffen, bei 1 zu 26. In einem deutschen Text kommen bestimmte Buchstaben jedoch häufiger vor als andere. Die Wahrscheinlichkeit liegt dann deutlich höher, nämlich bei 1 zu 17. Auf dieser Grundlage entwickelt Turing eine mathematische Methode, die es ermöglicht, zwei verschlüsselte Texte zu synchronisieren und somit die Möglichkeiten der Entschlüsselung zu multiplizieren. Die Entschlüsselung der Enigma M4 scheint zum Greifen nah. Und schließlich kommt den Kryptologen das Schicksal zu Hilfe. Im Frühjahr 1941 werden mehrere deutsche Kriegsschiffe geentert. Das verhilft Turing und seinen Kollegen zu neuen Erkenntnissen. Alarm! Im Juni muss ein beschädigtes deutsches U-Boot auftauchen. Der deutsche Kommandant hatte den Befehl zur Evakuierung gegeben. Die gesamte Besatzung und er selbst waren ins Meer gesprungen. Doch das U-Boot ging wider Erwarten nicht unter.
Die Engländer haben daraufhin sofort eine Mannschaft rausgeschickt, der es gelang, an Bord des U-Bootes zu kommen. Dort konnten sie eine Enigma-Maschine und Codes für mehrere Monate sicherstellen. Die deutschen U-Boote führten immer Codes für 3 Monate mit. Es waren noch Codes für mehrere Wochen vorhanden. Dank dieser neuen Erkenntnisse und mit Hilfe der Turing-Bomben gelingt es den Kryptologen von Hut 8, die tagtäglichen Nachrichten der Enigma M4 zu entschlüsseln. Die Befehlshaber der Alliierten kennen somit die aktuelle Position der deutschen U-Boote im Nordatlantik. Mit Hilfe dieser Informationen können die Transporter den U-Booten ausweichen. In den 23 Tagen nach der ersten Entschlüsselung gelingt es keinem deutschen U-Boot, auch nur einen Konvoi der Alliierten zu orten. Berechnungen nach dem Krieg haben ergeben, dass 30% der Konvois, also 30% der von den Frachtern transportierten Ladung, dank dieser Entschlüsselungen verschont blieben. Die Atlantikschlacht wurde natürlich nicht nur deswegen gewonnen. Aber diese Entschlüsselung war ein ausschlaggebendes Element für den Sieg. Trotz ihres beachtlichen Erfolgs kommen die Kryptologen von Hut 8 nicht gut voran. Es fehlt ihnen an den nötigen Mitteln. Die Kryptologen in Hut 8 brauchten rund 20 zusätzliche Bürokräfte. Keine Spezialisten, nur einfache Zuarbeiter. Da sie die nicht bekommen haben, stockte die weitere Entschlüsselung von Enigma M4. 4 von ihnen, darunter Turing, beschlossen, den langen Dienstweg zu umgehen und direkt an Churchill zu schreiben. Nachdem wir mehrere Monate lang alles getan haben, über den Dienstweg etwas zu erreichen, wenden wir uns nun direkt an Sie. Denn wir befürchten, dass sich sonst in absehbarer Zeit nichts verbessert. Wir sind sicher, dass man unsere Forderungen irgendwann erfüllen wird. Aber bis dahin werden wir viele wertvolle Monate verschenkt haben. Nachdem Churchill den Brief gelesen hatte, wies er seinen Stabschef Pak Ismay sofort an zu handeln. Gebt den Codeknackern das, was sie brauchen. Ihr Anliegen hat oberste Priorität. Die Codeknacker-Zentrale in Bletchley Park wird immer professioneller. Auf die Schnelle werden neue Baracken errichtet für eine ganze Armee von Schreibkräften, Archivaren und Übersetzern. Doch da nimmt der Krieg eine neue Wendung. We interrupt this program to bring you a special news. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. Mit dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten Ende 1941 gewann das Problem der Landung an der europäischen Küste an Bedeutung. Großbritannien war der amerikanische Vorposten. Und die Amerikaner schickten große Mengen an Material und Personal, zusätzlich zu den seit Kriegsbeginn bestehenden Nachschublieferungen. An der britischen Küste marschieren immer mehr amerikanische Truppen auf. In Bletchley laufen die Turing-Bomben auf Hochtouren. Und Alan Turing beginnt, sich zu langweilen. Die anfängliche Aufbruchstimmung ist vorbei. Bletchley Park war zu einer immensen Organisation herangewachsen, die nichts mehr mit der verschworenen Truppe der Pioniere aus der Anfangszeit gemein hatte. Turing arbeitet nicht gern im Team. Er war noch nie Soldat und würde nie einer werden. Er denkt an seinen alten Traum. Wäre das nicht der Moment, endlich die Maschine, die er sich vor dem Krieg ausgedacht hatte, zu bauen? Doch mit den Träumereien ist es bald vorbei. Die deutschen Kryptografen denken sich eine letzte Überraschung für ihn aus. Die Leute in England, die die Funksprüche abfingen, waren es gewohnt, das Ticken der Morsecodes zu hören. Sie wussten, diese kommen von Enigma. Aber eines Tages im Jahr 1940 oder 41 hörten sie eine seltsame neue Musik in ihren Kopfhörern. Das klang ganz anders als die Morsezeichen. Ein Geräusch, das auf 2 Tönen basierte, die beim Übertragen einen hohen, pulsierenden Dauerton ergaben. Die Enigma war im Grunde genommen eine ganz klassische Maschine. Man wäre schon ab 1900 in der Lage gewesen,
Enigma-Maschinen zu bauen. Aber zu Beginn des Zweiten Weltkrieges begannen die Deutschen, sehr viel ausgefeiltere und modernere Verschlüsselungsmaschinen zu entwickeln. Die bekannteste war die der C. Lorenz AG, der späteren Standard-Elektronik Lorenz. Die Engländer nannten sie Tunny. Tunny, Thunfisch. Im Gegensatz zu Dolphin und Shark, den Enigma-Codes der U-Boote, funktionierte Tunny nicht mit Morsezeichen, sondern mit dem digitalen Zeichencode der Fernschreiber. Ohne die mysteriöse Maschine jemals gesehen zu haben, gelingt es den britischen Kryptologen, deren logische Struktur herauszuarbeiten. Bald sind sie in der Lage, einen Nachbau zu konstruieren. Aber wie schon bei Enigma reicht es nicht, die Maschine zu besitzen, um deren Code zu knacken. Ein Fall für Alan Turing. Innerhalb weniger Wochen gelingt es ihm, die Tunny-Nachrichten zu entschlüsseln. Seine Entdeckung ist bald von größter Bedeutung, und zwar an der russischen Front. Im Sommer 1943 startet Hitler nach der Niederlage in Stalingrad seine letzte Großoffensive an der Ostfront und sammelt Truppen und Panzer um die russische Stadt Kursk. Die Schlacht bei Kursk erforderte eine aufwendige Planung und der gesamte Austausch zwischen Hitler und seinen Generälen lief über die Lorenz-Schlüsselmaschine. In Bletchley Park konnten die Kryptologen mitverfolgen, was Hitler seinen Generälen befahl und was die Generäle von der russischen Front meldeten. Sie wussten also praktisch alles über die deutschen Angriffspläne auf Kursk. Die Informationen werden umgehend nach Moskau weitergeleitet. Sie ermöglichen der Roten Armee den Sieg in einer der größten Panzerschlachten der Geschichte und ihren triumphalen Vormarsch auf Berlin. Doch die Anzahl der abgefangenen Tunny-Nachrichten vergrößert sich ständig. Turings Entschlüsselungsmethode, bei der die Kryptologen manuell arbeiten, ist zu langsam. Auch hier muss eine Maschine her. Die Technologie der Turing-Bomben ist in der Zwischenzeit überholt. Turing muss eine andere Lösung finden. Dafür bittet er den Ingenieur Tommy Flowers um Hilfe. Flowers ist Spezialist für die Entwicklung von Maschinen mit Elektronenröhren. Die damals schon existierenden Apparate arbeiteten höchstens mit ein paar Dutzend Röhren. Flowers versprach eine Maschine mit 2000 Röhren. Die Ingenieure jener Zeit gingen davon aus, dass Elektronenröhren zu instabil seien, um sie in großer Zahl einzusetzen. Man könne vielleicht ein paar Dutzend verwenden. Aber die Vorstellung von ein paar Tausend erschien völlig verrückt. Denn die Röhren waren sehr anfällig. Man rechnete damit, dass sie sehr schnell kaputt gehen, und bei einer Maschine mit 2000 Röhren würde das bedeuten, dass sie länger außer Betrieb als funktionstüchtig sein würde. Flowers Vorschlag wurde also dankend abgelehnt. Doch Flowers gab nicht auf. Er wusste, dass er recht hatte, und ging zurück in sein Labor im Norden Londons, um die Maschine zu bauen, die die Codeknacker seiner Meinung nach brauchten. Flowers Maschine ist so riesig, dass er sie Kolossus nennt. Turing ist von ihren Möglichkeiten begeistert. Sein Traum von der intelligenten Maschine nimmt zunehmend Form an. Wird über dieses Thema gesprochen, versucht man in der Regel, die Zuhörer zu beruhigen, indem man ihnen sagt, bestimmte menschliche Charaktereigenschaften könnten niemals von einer Maschine nachgeahmt werden. Eine Maschine könne beispielsweise niemals schreiben, niemals für Sexappeal empfänglich sein oder niemals Pfeife rauchen. Ich kann das nicht bestätigen, denn ich glaube, man darf nichts ausschließen. Ab Februar 1944 entschlüsselt Kolossus systematisch den Nachrichtenverkehr auf höchster Ebene des deutschen Generalstabs. Diese Kenntnisse ermöglichen es den Alliierten,
die größte Täuschungsaktion des Zweiten Weltkrieges vorzubereiten, die Operation Fortitude. Die Operation Fortitude war die Vorbereitung für die Landung in der Normandie im Juni 1944. Sie hatte das Ziel, die deutschen Befehlshaber vom wirklichen Ort abzulenken. Sie sollten glauben, die Landung sei nicht in der Normandie geplant, sondern weiter östlich, im Pas-de-Calais. Das erschien glaubwürdig, nicht zuletzt, weil dort die Passage über den Ärmelkanal deutlich kürzer ist. Die Alliierten streuten alle möglichen irreführenden Signale aus. Sie bombardierten die nähere Umgebung. Sie machten Aufklärungsfotos nicht nur in der Normandie, sondern auch im Pas-de-Calais. Alles, um die Nazis glauben zu lassen, dass die Truppen dort landen würden. So konnten die Alliierten ihr Täuschungsmanöver ausfeilen. Sie waren ja in der Lage, die Nachrichten von höchster Ebene abzufangen. Und diesen war zu entnehmen, dass die Finte bestens funktionierte. Was dann folgte, ist bekannt. Wurde lang und breit berichtet, gefilmt, fotografiert und viele Male auf die Leinwand gebracht. Wie seine Landsleute erreicht auch Turing die Nachricht am frühen Morgen des 6. Juni. Die Landung in der Normandie hat begonnen. Hitler mobilisierte nicht alle Kräfte gegen die Landung in der Normandie. Er hielt Truppen in Reserve für die von ihm erwartete Invasion in Calais. Die Alliierten wussten, dass sie in der Normandie eine kleine Verschnaufpause hatten, bevor die gesamten deutschen Kräfte eintrafen. Erst einige Tage später ließ Hitler die beiden Reservedivisionen vorrücken. Es waren starke Truppen mit Tausenden von Soldaten und Panzern. Wären sie von Anfang an in der Normandie stationiert gewesen, wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen. Harry Hinsley, ehemaliger Kryptoanalytiker in Bletchley Park und Historiker auf seinem Gebiet, erklärte, die Entschlüsselungen hätten den Zweiten Weltkrieg deutlich verkürzt. Hinsley hat mehrmals betont, dass Ultra, so die Tarnbezeichnung für die Entschlüsselungsaktionen, den Krieg um 2 Jahre verkürzt habe. Ich sehe das eher als symbolische Zahl dafür, dass diese Aktionen sehr viel bewirkt haben. Harry Hinsley sagte auch, wäre der Krieg im Mai 1945 nicht zu Ende gegangen, wäre die erste Atombombe vermutlich nicht über Japan, sondern über Berlin abgeworfen worden. Berlin blieb von der Atombombe verschont. Am 8. Mai 1945 feiern jubelnde Menschen überall in Europa den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland. Turing hätte es sicher verdient, vom König empfangen und als Volksheld gefeiert zu werden. Stattdessen verschwindet er gänzlich aus der offiziellen Geschichtsschreibung. Auch in Bletchley Park feiert man den Sieg. Doch weder Alan Turing, noch Tommy Flowers, noch sonst irgendjemand in Bletchley Park darf sich seines Erfolges rühmen. Das Militärgeheimnis gilt weiterhin. Europa ist noch ein Trümmerfeld, doch der Kalte Krieg hat bereits begonnen. Als die deutschen Truppen gegen Ende des Krieges den Rückzug antraten, ließen sie überall in Europa Lorenz-Schlüsselmaschinen zurück. Die Sowjets nahmen auf ihrem Vormarsch viele dieser Maschinen an sich und veränderten sie so, dass sie damit ihre eigenen Nachrichten verschlüsseln konnten. Tanny hat die Niederlage der Wehrmacht also überlebt. Ihre Sprache hat sich verändert, aber die Maschine selbst blieb weiter im Einsatz. Turing weiß zu viel. Kennt zu viele vertrauliche Details. Er ist ein Sonderling und homosexuell. Das macht ihn zum Außenseiter und für die Behörden unberechenbar. Turing wird nicht als Held gefeiert. Vielmehr gilt er als potenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit. An jenem Tag, im Mai 1945, bleiben Alan Turing weniger als 10 Jahre bis zu seinem Tod. 1945 zeichnet er Pläne, aus denen der erste moderne Computer hätte werden können, wenn das National Physical Laboratory ihm die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt hätte. 1948 kündigt er, mehrere Jahrzehnte im Voraus,
die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der neuronalen Netze an. Sein Direktor tut diese Überlegungen als Arbeit auf Schülerniveau ab. 1950 schreibt er eines der ersten Computerprogramme und das erste Schachprogramm. Zeitverschwendung, so der Kommentar einiger wohlmeinender Kollegen. Durch das viele Joggen ist Turing nebenbei ein exzellenter Marathonläufer geworden. Die Qualifikation zu den ersten Olympischen Spielen nach dem Krieg verpasst er nur knapp. In diesem Haus in der Nähe von Manchester verbringt Alan Turing seine letzten Jahre. Hierher lädt er eines Tages einen jungen Mann ein, mit dem er ein Verhältnis hat. Ein Verhältnis, das vor Gericht endet. Im März 1952 wird Alan Matheson Turing wegen Verstoßes gegen die guten Sitten verurteilt. Dem Gefängnis entgeht er nur, weil er einer chemischen Kastration zustimmt. Er bekommt weibliche Hormone, die seine Libido zügeln sollen. Den Sinn für Humor scheint Turing bis dahin trotzdem nicht verloren zu haben, wie der Brief an einen Freund zeigt. Die Hälfte der Polizei Nordenglands war im Einsatz, um einen meiner angeblichen Liebhaber zu finden. Doch die armen Beamten fanden nur größte Tugend und reinste Keuschheit. Da ich nur auf Bewährung frei bin, verhalte ich mich äußerst vorbildlich. Und das aus gutem Grund. Es reicht, dass ich mein Rad auf der falschen Straßenseite abstelle, um die nächsten 12 Jahre im Gefängnis zu verbringen. Doch selbst sein Humor hat Grenzen. Alan verspürt zunehmend, wie die Hormone seinen Körper verändern. Er nimmt zu, bekommt Brustansätze. Das belastet ihn. Er ist eben nicht nur ein reiner Geist. Schon als er das erste Mal vor Gericht steht, ahnt er, dass er nicht ungeschoren davonkommen wird. Ich befinde mich momentan in einem Zustand, in dem es mir schwerfällt, mich zu konzentrieren. Aus dieser ganzen Sache wird ganz bestimmt ein anderer Mann hervorgehen. Was für ein Mann das sein wird, weiß ich nicht. Am 8. Juni 1954 wird Alan Turing im Schlafzimmer seines Hauses tot aufgefunden. In seinem Körper finden sich Spuren von Cyanid. Auf dem Nachttisch liegt ein angebissener Apfel. Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen: Tod durch Suizid. Das ist der Beginn einer Legende. Turings Apfel reiht sich ein in die Riege der Superstars am Apfelhimmel, von Schneewittchen bis Newton. Einige Fanatiker behaupten, das Logo von Apple sei eine verschlüsselte Hommage an den Erfinder des Computers. Überall steht geschrieben, dass Turing Selbstmord beging, indem er in einen mit Cyanid vergifteten Apfel biss. Das ist zu einem Mythos geworden. Aber es gibt keine klaren Beweise dafür. Er kann Selbstmord begangen haben oder auch nicht. Das werden wir nie erfahren. In den Lokalzeitungen war zu lesen, der Gerichtsmediziner habe gesagt, bei einem Menschen wie Turing wisse man nie, was er als nächstes tun werde. Das ist Humbug. Turing war ein zutiefst rationaler Mensch. Zu behaupten, als Professor und Homosexueller sei er unberechenbar und quasi dafür prädestiniert, Selbstmord zu begehen, ist völliger Unsinn. 2013 hat die Queen Alan Turing offiziell durch ein Royal Pardon rehabilitiert. Wer weiß, was der Betroffene von dieser verspäteten Anerkennung gehalten hätte. Sein Leichnam wurde am 12. Juni 1954 eingeäschert. Von seinem Geist haben wir nichts mehr gehört. Und was Geist und Materie verbindet, wissen wir bis heute nicht.
Die ungewöhnlichen Maschinen, die Alan Turing entwickelte oder erdachte, bilden die Grundlage der modernen Informations- und Computertechnologie. Beim Sieg über die Nazis spielten sie eine ausschlaggebende Rolle. Wo sollen wir mit unserer Geschichte beginnen? Vielleicht an einem Strand. Einem Strand am Atlantischen Ozean, an dem ohne Alan Turing am Morgen des 6. Juni 1944 vielleicht nichts geschehen wäre. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Die Operation Overlord, so der Codename für die Landung in der Normandie, ist die größte kombinierte See-, Luft- und Landoperation aller Zeiten. Doch bevor die Truppen an den Küsten der Normandie landen können, müssen sie den Atlantischen Ozean überqueren. Die Seewege des Nordatlantiks müssen also offen bleiben. Von Liverpool aus führen die Befehlshaber der alliierten Streitkräfte die Atlantikschlacht gegen die deutsche Kriegsmarine, in erster Linie gegen deren gefürchtete U-Boote. Hier war das Hauptquartier für die Atlantikschlacht, das Western Approaches Command im Derby House in Liverpool. Die Kommandozentrale war von 1941 bis zum Ende der Atlantikschlacht im Mai 1945 rund um die Uhr besetzt. Das Kampfgebiet ist der Nordatlantik, 50 Millionen Quadratkilometer groß. Die alliierten Streitkräfte müssen die Seewege sichern, damit die Transportschiffe passieren können, ohne von deutschen U-Booten versenkt zu werden. Der 6. Juni gilt in der Geschichte als ein Wendepunkt. Und es war tatsächlich eine beachtliche Leistung, dass an einem Tag über 100.000 Soldaten an der Normandie-Küste landen konnten. Immerhin waren Ende des Monats Juni 1944 eine Million Soldaten an Kampfhandlungen in Nordwesteuropa beteiligt. Alle diese Truppen brauchen, dass Körper und Geist eins sind, eine Mechanik ergeben. Der Körper ist in diesem Fall eine Maschine. Und der Geist ist nur ein Teil dieser Maschine. Im Frühjahr 1934 fährt Turing mit dem Fahrrad durch Deutschland. Das neue Regime unter einem gewissen Adolf Hitler lässt überall im Land seltsame Fahnen hissen und hat den sogenannten Hitlergruß eingeführt, den Turing als äußerst abstoßend empfindet. Doch das Weltgeschehen interessiert ihn bis dahin nur am Rande. Denn 1935 stößt er auf ein abstraktes Problem, das seine Aufmerksamkeit ganz in Anspruch nimmt. Turing besuchte einige Vorlesungen am St. John's College. Es waren Vorlesungen über die Grundlagen der Mathematik, gehalten von Max Newman. Er erläuterte den Studenten ein Problem, das kurz davor von David Hilbert dargelegt worden war. David Hilbert war ein bekannter deutscher Mathematiker, der damalige Papst der Mathematik. Er beschäftigte sich mit einem der elementaren Themen der Grundlagen der Mathematik, dem sogenannten Entscheidungsproblem. David Hilbert geht davon aus, dass es für jedes mathematische Problem eine Lösung gibt. Der heilige Gral der Mathematik liegt für ihn darin, eine klar definierte Methode zu entdecken. Ein Verfahren, das für jede ausreichend formalisierte Aussage der Mathematik entscheidet, ob diese wahr oder falsch ist. Turing hat nach einer Methode gearbeitet, die für junge Wissenschaftler nicht zu empfehlen ist, weder damals noch heute. Er hat sich in sein Problem vertieft, ohne sich mit der Literatur anderer Logiker zu beschäftigen. Er ist das Problem ganz direkt angegangen, indem er seine eigene Methode entwickelt hat. Turing denkt nach, am besten beim Laufen. Ein Sport, der für ihn bald zur Obsession wird. Gibt es so ein wie von Hilbert angedachtes Verfahren? Dafür bräuchte es eine zuverlässige Methode, die systematisch angewandt wird. Ohne Eingreifen von außen. Ohne Intelligenz. Es bräuchte also eine Maschine.
Turing entwickelt eine imaginäre Maschine. Sie besteht aus einem Endlospapierband sowie einem Lese- und Schreibkopf, der auf den unendlich vielen Feldern des Bands Zeichen. Juni 1944. Einer dieser Tage, an denen Geschichte geschrieben wurde. 156.000 Männer und 20.000 Fahrzeuge landen an der Küste der Normandie. Sie leiten den endgültigen Sieg gegen Hitler ein. Um das möglich zu machen, braucht diese gewaltige Armada ein Gehirn. Ein ungewöhnliches Gehirn. Ein Gehirn voller abstrakter Ideen, Spekulationen und imaginärer Maschinen. Frei von jeglichen strategischen oder militärischen Hintergedanken. Der Mensch hinter diesem Gehirn heißt Alan Turing. Ein Mensch mit einer ungewöhnlichen Geschichte. Ein Charakter voller Widersprüche. Turing war weder General noch Stratege. Er war Mathematiker. Spezialist einer besonders abstrakten Form der Mathematik, der Logik. Viele Historiker sind sich heute sicher, seine Arbeiten haben den Krieg um 2 Jahre verkürzt. Wie konnte jemand, der sich mit solch abstrakten Dingen beschäftigt, einen so großen Einfluss auf die Geschichte haben? Und warum hat eine so große Leistung so wenig Anerkennung erfahren? Wegen seiner Homosexualität wurde Turing zur chemischen Kastration verurteilt. Er starb mit 43 Jahren unter bis heute ungeklärten Umständen. Der Philosoph Jack Copeland hat sich eingehend mit diesem außergewöhnlichen Menschen beschäftigt. Turing war äußerst vielseitig und hat in verschiedenen Bereichen Großes geleistet. Er war Mathematiker, dann Codeknacker, dann Pionier der Computertechnologie, der sich schließlich der theoretischen Biologie zuwandte. Nur wenige Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts können in ihrer Arbeit so eine große Bandbreite vorweisen. Doch Turing verfolgte ein übergeordnetes Thema. Er wollte wissen, was Maschinen alles leisten können. Er war Logiker, hat aber vor allem Maschinen von Grund auf studiert. Ihre Versorgung, Munition, Treibstoff, Lebensmittel. Damit der Nachschub zum richtigen Zeitpunkt bereitstand, mussten die Güter ab Juni 1944 in England gelagert werden. Die Atlantikschlacht spielte eine so bedeutende Rolle, weil der einzige Transportweg der Seeweg war. Ein weiterer wichtiger Schritt für die Invasion in der Normandie ist das Streuen gezielter Falschinformationen. Die Alliierten organisieren zu diesem Zweck eine umfassende Täuschungsaktion, die Operation Fortitude. Sie geben vor, die eigentliche Landung weiter östlich, im Pas-de-Calais, zu planen. Doch der Sieg in der Atlantikschlacht und die Täuschungsaktion sind nur möglich durch einen weiteren Sieg. Der Sieg in einem theoretischen Krieg, der vor allem in Bletchley, einer Kleinstadt nördlich von London, ausgetragen wird. Ein Krieg fernab der Schützengräben mit dem Ziel, den Nachrichtenverkehr der deutschen und japanischen Streitkräfte zu entschlüsseln. Im alten Herrenhaus von Bletchley Park und den auf die Schnelle aufgebauten Baracken entsteht ein riesiges Dechiffrierungszentrum, in dem gegen Kriegsende bis zu 9000 Menschen arbeiten. In Bletchley Park fand die größte und außergewöhnlichste Entschlüsselungsoperation der Geschichte statt. Es war das erste und wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass eine Seite praktisch vollständigen Zugang zum militärischen Nachrichtenwesen der anderen Seite hatte. Es ist wirklich erstaunlich, welch große Menge von Details und Informationen die Alliierten aus dem verschlüsselten Nachrichtenverkehr der Deutschen ziehen konnten. Heute beherbergt Bletchley Park ein Museum,
Es erzählt die Geschichte der Kryptographie, ihrer Maschinen und ihrer Helden. Überall trifft man hier auf Alan Turing. Sein ehemaliges Büro, sein Teddybär, seine Statue. Turing hat bei dieser historischen Operation eine zentrale Rolle gespielt. Um das zu verstehen, muss man zuerst versuchen, Turings Gedankengänge zu verstehen. Mitte der 1930er Jahre waren sie denen seiner Zeitgenossen um Jahrzehnte voraus. Cambridge, eine der wichtigsten Universitätsstädte Englands. Hier hat Alan Turing studiert, am renommierten King's College. Zu Beginn der 30er Jahre ist er ein einfacher Student. Ein wenig schüchtern, etwas unbeholfen und vielleicht ein bisschen eingeschüchtert von dieser bedeutenden Institution, die auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblickt. Zahlen sind ihm näher als die Menschen. Seine Umwelt betrachtet Turing als Gleichung mit vielen Unbekannten und mit einem gewissen Abstand. Ich sehe die Menschen als ein rosafarbenes Gebilde mit charakteristischen Daten. Seit dem Gymnasium beschäftigt Turing sich mit grundlegenden Fragen, ohne sich dabei selbst zu ernst zu nehmen. Früher hielt ich es für möglich, dass der Geist nach dem Tod in ein von uns völlig abgetrenntes Universum entschwindet. Heute aber gehe ich davon aus, dass Geist und Materie so eng verbunden sind, dass dies einen Widerspruch in sich darstellen würde. Warum haben wir einen Körper? Warum können wir nicht als reiner Geist existieren? Das wäre sicher möglich, aber dann hätten wir nichts mehr zu tun. Der Körper ist da, um den Geist zu beschäftigen. Turing begann, sich mit einer Frage auseinanderzusetzen, die ihn ein Leben lang beschäftigen sollte. Was ist der Geist? Wie ist das Verhältnis zwischen Geist und Materie? Sind dies zwei verschiedene Dinge, die getrennt voneinander existieren können? Oder ist das Gegenteil der Fall? Und darüber hat er in seinem späteren Leben immer wieder nachgedacht und geschrieben. Über die Möglichkeit... Die ungewöhnlichen Maschinen, die Alan Turing entwickelte oder erdachte, bilden die Grundlage der modernen Informations- und Computertechnologie. Beim Sieg über die Nazis spielten sie eine ausschlaggebende Rolle. Wo sollen wir mit unserer Geschichte beginnen? Vielleicht an einem Strand. Einem Strand am Atlantischen Ozean, an dem ohne Alan Turing am Morgen des 6. Juni 1944 vielleicht nichts geschehen wäre. Le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Die Operation Overlord, so der Codename für die Landung in der Normandie, ist die größte kombinierte See-, Luft- und Landoperation aller Zeiten. Doch bevor die Truppen an den Küsten der Normandie landen können, müssen sie den Atlantischen Ozean überqueren. Die Seewege des Nordatlantiks müssen also offen bleiben. Von Liverpool aus führen die Befehlshaber der alliierten Streitkräfte die Atlantikschlacht gegen die deutsche Kriegsmarine, in erster Linie gegen deren gefürchtete U-Boote. Hier war das Hauptquartier für die Atlantikschlacht, das Western Approaches Command im Derby House in Liverpool.
Die Kommandozentrale war von 1941 bis zum Ende der Atlantikschlacht im Mai 1945 rund um die Uhr besetzt. Das Kampfgebiet ist der Nordatlantik, 50 Millionen Quadratkilometer groß. Die alliierten Streitkräfte müssen die Seewege sichern, damit die Transportschiffe passieren können, ohne von deutschen U-Booten versenkt zu werden. Der 6. Juni gilt in der Geschichte als ein Wendepunkt. Und es war tatsächlich eine beachtliche Leistung, dass an einem Tag über 100.000 Soldaten an der Normandieküste landen konnten. Immerhin waren Ende des Monats Juni 1944 eine Million Soldaten an Kampfhandlungen in Nordwesteuropa beteiligt. Alle diese Truppen brauchen nun eine zentrale Rolle gespielt. Um das zu verstehen, muss man zuerst versuchen, Turings Gedankengänge zu verstehen. Mitte der 1930er Jahre waren sie denen seiner Zeitgenossen um Jahrzehnte voraus. Cambridge, eine der wichtigsten Universitätsstädte Englands. Hier hat Alan Turing studiert, am renommierten King's College. Zu Beginn der 30er Jahre ist er ein einfacher Student. Ein wenig schüchtern, etwas unbeholfen und vielleicht ein bisschen eingeschüchtert von dieser bedeutenden Institution, die auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblickt. Zahlen sind ihm näher als die Menschen. Seine Umwelt betrachtet Turing als Gleichung mit vielen Unbekannten und mit einem gewissen Abstand. Ich sehe die Menschen als ein rosafarbenes Gebilde mit charakteristischen Daten. Seit dem Gymnasium beschäftigt Turing sich mit grundlegenden Fragen, ohne sich dabei selbst zu ernst zu nehmen. Früher hielt ich es für möglich, dass der Geist nach dem Tod in ein von uns völlig abgetrenntes Universum entschwindet. Heute aber gehe ich davon aus, dass Geist und Materie so eng verbunden sind, dass dies einen Widerspruch in sich darstellen würde. Warum haben wir einen Körper? Warum können wir nicht als reiner Geist existieren? Das wäre sicher möglich, aber dann hätten wir nichts mehr zu tun. Der Körper ist da, um den Geist zu beschäftigen. Turing begann, sich mit einer Frage auseinanderzusetzen, die ihn ein Leben lang beschäftigen sollte. Was ist der Geist? Wie ist das Verhältnis zwischen Geist und Materie? Sind dies zwei verschiedene Dinge, die getrennt voneinander existieren können? Oder ist das Gegenteil der Fall? Und darüber hat er in seinem späteren Leben immer wieder nachgedacht und geschrieben. Über die Möglichkeit, dass Körper und Geist eins sind, eine Mechanik ergeben. Der Körper ist in diesem Fall eine Maschine. Und der Geist ist nur ein Teil dieser Maschine. Im Frühjahr 1934 fährt Turing mit dem Fahrrad durch Deutschland. Das neue Regime unter einem gewissen Adolf Hitler lässt überall im Land seltsame Fahnen hissen und hat den sogenannten Hitlergruß eingeführt, den Turing als äußerst abstoßend empfindet. Doch das Weltgeschehen interessiert ihn bis dahin nur am Rande. Denn 1935 stößt er auf ein abstraktes Problem, das seine Aufmerksamkeit ganz in Anspruch nimmt. Turing besuchte einige Vorlesungen am St. John's College. Es waren Vorlesungen über die Grundlagen der Mathematik, gehalten von Max Newman. Er erläuterte den Studenten ein Problem, das kurz davor von David Hilbert dargelegt worden war. David Hilbert war ein bekannter deutscher Mathematiker, der damalige Papst der Mathematik. Er beschäftigte sich mit einem der elementaren Themen der Grundlagen der Mathematik, dem sogenannten Entscheidungsproblem. David Hilbert geht davon aus, dass es für jedes mathematische Problem eine Lösung gibt.
Der heilige Gral der Mathematik liegt für ihn darin, eine klar definierte Methode zu entdecken. Ein Verfahren, das für jede ausreichend formalisierte Aussage der Mathematik entscheidet, ob diese wahr oder falsch ist. Turing hat nach einer Methode gearbeitet, die für junge Wissenschaftler nicht zu empfehlen ist, weder damals noch heute. Er hat sich in sein Problem vertieft, ohne sich mit der Literatur anderer Logiker zu beschäftigen. Er ist das Problem ganz direkt angegangen, indem er seine eigene Methode entwickelt hat. Turing denkt nach, am besten beim Laufen. Ein Sport, der für ihn bald zur Obsession wird. Gibt es so ein wie von Hilbert angedachtes Verfahren? Dafür bräuchte es eine zuverlässige Methode, die systematisch angewandt wird. Ohne Eingreifen von außen. Ohne Intelligenz. Es bräuchte also eine Maschine. Turing entwickelt eine imaginäre Maschine. Sie besteht aus einem Endlospapierband sowie einem Lese- und Schreibkopf, der auf den unendlich vielen Feldern. Juni 1944. Einer dieser Tage, an denen Geschichte geschrieben wurde. 156.000 Männer und 20.000 Fahrzeuge landen an der Küste der Normandie. Sie leiten den endgültigen Sieg gegen Hitler ein. Um das möglich zu machen, braucht diese gewaltige Armada ein Gehirn. Ein ungewöhnliches Gehirn. Ein Gehirn voller abstrakter Ideen, Spekulationen und imaginärer Maschinen. Frei von jeglichen strategischen oder militärischen Hintergedanken. Der Mensch hinter diesem Gehirn heißt Alan Turing. Ein Mensch mit einer ungewöhnlichen Geschichte. Ein Charakter voller Widersprüche. Turing war weder General noch Stratege. Er war Mathematiker. Spezialist einer besonders abstrakten Form der Mathematik, der Logik. Viele Historiker sind sich heute sicher, seine Arbeiten haben den Krieg um 2 Jahre verkürzt. Wie konnte jemand, der sich mit solch abstrakten Dingen beschäftigt, einen so großen Einfluss auf die Geschichte haben? Und warum hat eine so große Leistung so wenig Anerkennung erfahren? Wegen seiner Homosexualität wurde Turing zur chemischen Kastration verurteilt. Er starb mit 43 Jahren unter bis heute ungeklärten Umständen. Der Philosoph Jack Copeland hat sich eingehend mit diesem außergewöhnlichen Menschen beschäftigt. Turing contributed to a remarkable number of diverse. Turing war äußerst vielseitig und hat in verschiedenen Bereichen Großes geleistet. Er war Mathematiker, dann Codeknacker, dann Pionier der Computertechnologie, der sich schließlich der theoretischen Biologie zuwandte. Nur wenige Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts können in ihrer Arbeit so eine große Bandbreite vorweisen. Doch Turing verfolgte ein übergeordnetes Thema. Er wollte wissen, was Maschinen alles leisten können. Er war Logiker, hat aber vor allem Maschinen von Grund auf studiert. Ihre Versorgung, Munition, Treibstoff, Lebensmittel. Damit der Nachschub zum richtigen Zeitpunkt bereitstand, mussten die Güter ab Juni 1944 in England gelagert werden. Die Atlantikschlacht spielte eine so bedeutende Rolle, weil der einzige Transportweg der Seeweg war. Ein weiterer wichtiger Schritt für die Invasion in der Normandie ist das Streuen gezielter Falschinformationen. Die Alliierten organisieren zu diesem Zweck eine umfassende Täuschungsaktion, die Operation Fortitude. Sie geben vor, die eigentliche Landung weiter östlich, im Pas-de-Calais, zu planen. Doch der Sieg in der Atlantikschlacht und die Täuschungsaktion sind nur möglich durch einen weiteren Sieg. Der Sieg in einem theoretischen Krieg, der vor allem in Bletchley, einer Kleinstadt nördlich von London, ausgetragen wird.
Ein Krieg fernab der Schützengräben mit dem Ziel, den Nachrichtenverkehr der deutschen und japanischen Streitkräfte zu entschlüsseln. Im alten Herrenhaus von Bletchley Park und den auf die Schnelle aufgebauten Baracken entsteht ein riesiges Dechiffrierungszentrum, in dem gegen Kriegsende bis zu 9000 Menschen arbeiten. In Bletchley Park fand die größte und außergewöhnlichste Entschlüsselungsoperation der Geschichte statt. Es war das erste und wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass eine Seite praktisch vollständigen Zugang zum militärischen Nachrichtenwesen der anderen Seite hatte. Es ist wirklich erstaunlich, welch große Menge von Details und Informationen die Alliierten aus dem verschlüsselten Nachrichtenverkehr der Deutschen ziehen konnten. Heute beherbergt Bletchley Park ein Museum. Es erzählt die Geschichte der Kryptographie, ihrer Maschinen und ihrer Helden. Überall trifft man hier auf Alan Turing. Sein ehemaliges Büro, sein Teddybär, seine Statue. Turing hat bei dieser historischen Operation